Villach ist bei den tollsten Männern bekannt für den weltbesten Tee. Das wissen sogar die Briten. What else? Und Villach ist die schönste Stadt für frühreife Teenager und spätpubertierende Asiaten, empathische Rockertypen. Zur Graste für Hobbyfotografen und ihre leidgeplagten Ehefrauen, für beste Freundinnen, fesche Salsa- und Merengetänzer, stolze Zahnspangenbesitzerinnen und alpine Vollbart-Einhörner. Für Reserve-Holzfäller und ihre Selfie-Queens, für blonde Dirndl-Amazonen und schüchtern wirkende Nachwuchsprinzessinnen. Villach ist die Bildungs- und Ausbildungshauptstadt des Südens. Mit einer ordentlichen Portion Kreativität rutschen und turnen sich die Kinder durch das Bildungswesen. Der letzte Schrei sind bilinguale Kindergärten und Schulen und noch mehr bilinguale Schulen. Multimedia-Klassen, Rechtecke zum Herumschieben an den neuen Tafelsystemen und entspannte Lehrkräfte. Das kennt man auch schon mal einen QR-Code ab, bekommt dafür aber gute Noten für richtige Antworten beim Multiple-Choice-Test und ein breites Lächeln der Lehrerin. Man paart erfolgreich Nachwuchsstars und Technikverliebte, große Kamerasysteme, viele Sehnsüchte und Träume. Der Letzte im Bunde darf dann daraus ein Video schneiden, wie im richtigen Leben. Dann gibt's noch wildfuchtelnde, weil ambitionierte Vortragende und Schüler, die das gerade gar nicht sehen können. Technikbegeisterte Zukunftslaboranten und Mütter mit dem Master im Multitasking. Unsere Zukunft liegt in den Händen unserer Kinder, den zukünftigen Ingenieuren, IT-Experten, Wurzelziehern und Entwicklern, den CAD-Technikern, den Drehern und Metallverarbeitern, den Konstrukteuren und Häuselbauern, denen, die Kleines ganz groß machen und all jenen, die wissen, wie gerade Mauern gebaut werden. Die Eltern werden stolz sein. Diese junge Frau in Blau, Graumann, träumt schon von ihrer erfolgreichen Zukunft. Villach, einfach super.